Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Zwiebel Rhein Ganstadt und ich heiße euch herzlich willkommen zum Status-Report vom 26. April 2016. Ja, worum dreht es sich diesmal? Hauptsächlich dreht es sich weiterhin um die Blocker, die letzten Blocker der 0.6.0-Version, die uns im Endeffekt von der Experimental-Version trennt. Ja, die PAX ist nun vorbei. Und jetzt sollten wir im Endeffekt den ganzen aktuellen und letzteren Problemen nochmal ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich dachte mir, ich spreche die einfach nochmal so ein bisschen an und das, was aktuell noch auf der To-Do-Liste steht. Ja, als einen Blocker der 0.6.0-Version haben wir einmal das Loot-System. Das Designer-Team konnte die Ursache eines Bugs feststellen, welches den Respawn von Items unterbrach und somit die gesamte Loot-Verteilung störte. Das habe ich euch im letzten Status-Report ja schon erklärt. Die Lösung hierzu wurde jetzt bereits im Endeffekt an die Tester übergeben und diese prüfen nun alles so auf ihre Funktion, ob das jetzt im Endeffekt endlich behoben wurde. Dann haben wir noch, wie aus dem letzten Status-Report, das Problem mit den eingefrorenen Magazinen. Das Problem mit den eingefrorenen Magazinen wurde jetzt endlich behoben und bei diversen Tests konnte im Endeffekt das nicht mehr reproduziert werden. So haben wir im Endeffekt einen Punkt weniger auf der Blockerliste. Ja, unter anderem natürlich waren das auch noch die scheiß glitschenden Charaktere, die wir kennen, die über den Boden sliden wie nichts Gutes. Und ja, genau das haben sie im Endeffekt auch wieder behoben, also auch wieder ein Punkt weniger. Ja, natürlich dreht es sich auch noch um das neue User Interface. Die letzten Fehler konnten endlich behoben werden und nun wird auf großflächige Tests in der Experimental-Version gewartet, um halt weitere Optimierungen an der UI vornehmen zu können. Das ganze neue User-Interface soll erstmals halt seine Alltagstauglichkeit beweisen und einen großen Fortschritt zum aktuellen New UI darstellen, also das Interface, was wir bisher als sozusagen neues Interface genutzt haben. Dann haben wir noch einmal FPS-Drops durch Wolken. Tests haben wohl einen Bug zum Vorschein gebracht, welcher wohl einen massiven FPS-Verlust auf schlechteren PCs zum Vorschein bringt. Die Ursache des Problems liegt, wie es scheint, im Script der Wolken und dort sind die Entwickler jetzt gerade hart am Arbeiten, um genau dieses Problem bzw. die Ursache des Problems herauszufinden und natürlich zu lösen. Dann haben wir als nächsten Punkt einmal Server Crashes. Und zwar arbeiten die Entwickler zurzeit an der Behebung eines Server Crashes, der ausgelöst wird, sollte ein Spieler halt ohnmächtig werden, sich anschließend ausloggen und auf einen anderen Server als Fresh Spawn stehen, stürzt der Server ab. Ja, und dieser Bug muss halt natürlich noch behoben werden, das ist ganz klar, hier legen die Entwickler viel Wert drauf. Gerade bevor die Community 0.6.0 antesten kann auf dem Experimental Server, muss dieses Problem auf jeden Fall behoben werden. Ja, wie ihr selbst seht, wird die Liste der Probleme immer kleiner, vieles wird behoben und ja, bitte bedenkt hier, dass natürlich größtenteils eigentlich Arbeiten an der Engine vorgenommen werden, die auf jeden Fall sehr schwierig und vor allem sehr zeitaufwendig sind. Es wird also immer noch einige kleine Fehler zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der 0.6.0 Experimental-Version geben, aber ich denke, das können wir verkraften. Hauptsache, wir können die 0.6.0 endlich spielen. Bitte. Ja, dann wurde endlich mal wieder was zum Basenbau gesagt. Die letzten Informationen oder die richtig großen Informationen zum Basenbau wurden gerade mal auf der TwitchCon im Herbst 2015 angesprochen, was schon echt eine ganze Weile her ist. Und dieses Mal wollte im Endeffekt Peter Nespesny mal wieder ein bisschen mehr dazu Einblick gewähren. Und aus diesem Grund hat er ein wenig genauer erklärt, mit welchen Funktionen wir rechnen können und wie diese funktionieren. Neben den aktuell vorhandenen Zelten wird es wohl ebenfalls craftbare Zelte geben. Diese können dann anfangs als Barriere dienen. Natürlich wird diese auch Lagerplatz bieten, wo ihr euer Loot zwischenlagern könnt. Weitere Optionen werden natürlich auch die Fässer und Türme ermöglichen. Diese Türme könnt ihr dann aus Holz bauen, welches ihr im Wald fällen könnt und in einem der Sägewerke verarbeiten könnt. Das stelle ich mir echt interessant vor. Die Sägewerke, die habe ich ja auch schon ein paar Mal besucht, ihr bestimmt auch. Die stehen meistens ja bloß ziemlich leer da. Finde ich auf jeden Fall total geil, dass wir im Endeffekt mit diesen Gebäuden bzw. mit den Sägewerken dann interagieren können, um uns die Sachen zu bauen. Ich finde es auf jeden Fall total geil, dass wir jetzt auch noch mit Gebäuden bzw. mit Sägewerken dann in Zukunft interagieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet ihr das? Habt ihr da auch Bock drauf? Werdet ihr euch als allererstes in ein Sägewerk stürzen und eure Türme basteln? Oder sagt ihr, Kacke, jetzt extra dafür in so ein Sägewerk laufen, um den ganzen Scheiß herzustellen? Das nervt doch. Warum geht das nicht, keine Ahnung, direkt im Wald mit einer Pucksäge oder sowas? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Es wird natürlich immer einen Unterschied zwischen selbstgebauten Objekten geben und welchen, die ihr gefunden habt.
Die selbstgebauten könnt ihr wohl nämlich immer wieder einpacken und damit umziehen. Selbstgebaute Objekte wie Wände und Türme können nicht mehr so einfach abgebaut werden und werden nach einem Ablauf eines Timers verschwinden. Jetzt für mich die persönliche Frage, nach Ablauf eines Timers an sich sage ich erstmal okay. Ich hoffe bloß, dass diese Timerzahl oder diese Zeitspanne nicht zu gering gehalten wird, sondern mehr so wie bei Arma 2 Epoch läuft oder was auch immer. Ich meine, dass 30 Tage das Ding zum Beispiel steht, wenn keine Interaktion passiert oder das Gebäude bzw. die Mauer da nicht zerstört wird. Ansonsten fände ich das echt ein bisschen affig. Wenn wir jetzt uns mal vorstellen, nach rein theoretisch 12 Stunden ist dann die Mauer weg, dann macht irgendwie das Basenbau relativ wenig Sinn, weil wozu brauche ich eine Basis, wenn ich nicht offline gehen kann, um am nächsten Tag zu zocken und dann ist im Endeffekt die Mauer wieder weg. Dann war ja alles umsonst, nicht wahr? Schreibt mir auch hierzu mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht und ob ihr damit leben könntet, wenn es eine relativ kurze Timerzeit sein sollte oder ob ihr auch sagt, pass auf, das muss eine lange Timerzeit sein oder wenn ihr sogar gänzlich sagt, Timerzeiten sind total scheiße, mich interessiert das, haut's mal in die Kommentare. Ebenfalls wird es Säcke geben, die ihr mit Sand und Müll befüllen könnt, um eure Basis weiter zu befestigen. Ist auf jeden Fall eine super geile Möglichkeit, auch diese Sachen nutzen zu können. Welche Vielfalt da dem Basenbau nochmal gegeben wird, finde ich richtig nice und da bin ich richtig gespannt drauf, wie das am Ende sich im Spiel machen wird. Die Entwickler wollen hierbei also wirklich eine große Vielfalt an Optionen anbieten, da Peter Nespesny wohl selbst kein großer Freund von festgelegten Bauoptionen ist, wie denke ich die meisten von uns auch. Das Bauen von nicht transportierbaren Objekten startet übrigens mit dem Platzieren des Grundgerüsts. Anschließend kann man wohl dieses mit verschiedenen Baumaterialien erweitern. Empfohlen wird hier natürlich Metallplatten anstatt einer normalen Holzwand, logisch. Da die befestigte Metallwand natürlich stabiler ist und im Falle eines Überfalls auf das Camp zum Beispiel mehr Schutz bietet. Natürlich braucht man aber für all diese Arbeitsschritte jede Menge Materialien, wie Nägel, Holz und Metallplatten. Und diese soll man dann wohl an dynamischen Events finden, die ähnlich so wie Helikopter-Crashes funktionieren, werden die wohl dann um einiges häufiger zu finden sein. Damit die Basis später dann nicht als, ja, Metallklotz oder als Wimpel, sodass jeder die sieht, im Endeffekt in Chernarus rumsteht, wird es wohl möglich sein, Camo-Netze, also Tarnnetze, zur Deckung anzubringen, um dem Ganzen ein wenig mehr taktische Tarnung zu bieten, was auf jeden Fall, wie ihr mir sicher zustimmen würdet, ein absolutes Muss ist. Ebenfalls kann man dann mit der implementierten Elektronik wohl auch Lichterketten und Scheinwerfer anbringen. Diese Elektronik können wir dann später auch dazu nutzen, unseren Stacheldrahtzaun unter Strom zu setzen, damit wir dann unsere Feinde effektiv abwehren können. Wie auch im Real Life kann man natürlich alles zerstören, so auch die selbstgebauten Wände. Wie massiv diese Wände jetzt genau sind und wie viel Schaden sie einstecken, bis man ein Objekt zerstört hat, wird leider noch nicht erwähnt. Da werden wohl wir erstmal abwarten müssen. Und das dauert ja auch alles noch eine ganze Weile. Mich interessiert das auf jeden Fall mal mit den Stacheldrahtzäunen, die wir unter Strom setzen können. Ob wir die dann natürlich zerschneiden können oder was für eine Möglichkeit wir haben, denn da durchzudringen. Oder ob wir erst den Generator zerstören müssen, rein theoretisch, also den Elektronikgenerator, damit wir dann erst das zerschneiden können, sonst kriegen wir einen Schock etc. pp. Bin ich auch wieder sehr gespannt, wie die sich das wohl vorstellen. Des Weiteren sollen die Wände natürlich auch Funktionen erhalten, sodass ihr im Endeffekt auch Fenster, Türen und Tore mit einbringen könnt, um zum Beispiel für einen V3S-Truck natürlich sowas wie eine kleine Garage darzustellen, beziehungsweise überhaupt eure Fahrzeuge auch in eurer Base sichern zu können. Laut Peter Nespesny gibt es schon einige funktionierende Prototypen, die zwar noch ganz am Anfang stehen, aber schon einige unterschiedliche Funktionen aufweisen. Eine Implementierung des Basenbaus soll vermutlich mit der Version 0.6.2 kommen, da im Endeffekt hierzu der neue Character Controller benötigt wird und dieser soll ja bekanntlich mit der 0.6.1 Version kommen. Steht also alles noch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen in den Sternen, aber auf jeden Fall noch in der Zukunft. Tja, das war mal wieder ein bisschen was übers Basebuilding. Auf jeden Fall ein paar geile Infos dabei. Ich freue mich richtig drauf. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Animationssystem. Letzte Woche führten die Entwickler eine Mocap-Sitzung durch. Hierbei werden halt Bewegungen von Menschen erfasst und anschließend auf den Computer übertragen. Später kann man dann die Animationen auf ein digitales Skelett übertragen und das dann halt ins Spiel implementieren, sodass wir die Bewegung natürlich da auch in-game sehen können. Die Animationen selbst sind mittlerweile alle fertig und müssen jetzt nur noch in das Spiel implementiert werden. Jedoch ist auch hierbei schon der größte Teil erledigt, sagen die Entwickler.
liebe Leute. Und vermutlich haben einige oder ein paar von euch zumindest im Stream zur 0.60 Version auf der PAX die neuen Kletteranimationen der Zombies bemerkt. Hierbei haben die Entwickler 4 verschiedene Animationen implementiert, um für ein wenig Abwechslung zu sorgen. Diese neuen Animationen werden im 0.60 Update enthalten sein. Ja, meine Freunde, und damit sind wir schon wieder am Ende des Statusreports angekommen. Wie fandet ihr den Statusreport? Wie fandet ihr im Endeffekt die Infos zum Basebuilding? Lasst es mir doch mal in den Kommentaren und natürlich, ob euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare, damit ich es besser machen kann. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche euch wie immer was und wir sehen uns im nächsten Statusreport. Euer Gunshot.